Das letzte fehlende Starter-Pokémon aus Kanto ist Shigi, mit dem wir uns heute beschäftigen. Shigi gehört dem Typen Wasser an und existiert ebenfalls seit der ersten Spielgeneration und hat die Größe eines halben Meters und ein Gewicht von 9 Kilogramm. Shigi ist ein schildkrötenähnliches Pokémon in hellblau, braun und weißen Farben. Der Bauch- und Rückenpanzer sind mit schwarzen dünnen Streifen gemustert. Shigis Kopf ist rund und besitzt zwei große Augen aus weißer Lederhaut, violetten Iriden und schwarzen länglichen Pupillen. Sein Maul ist recht breit und die Oberlippe ist leicht eingekrümmt. Die Nasenlöcher sind wie die Augenbrauen nur angedeutet und neben zwei Armen und zwei Beinen besitzt es einen Schweif mit Spiralmotiv. Shigis Panzer ist ein wichtiges Werkzeug und Ausgangspunkt für viele Attacken. Es kann sich in seinem Panzer verstecken, um sich vor Attacken zu schützen oder um zu schlafen. Was eigentlich eine komische Vorstellung ist, dass sich dein Gegner im Kampf zum Schlafen verdrückt, aber ja. Jedenfalls sind hauptsächlich Attacken Blubber, Aquaknarre und Hydropumpe. Und durch den Panzer hat es einen hohen Verteidigungswert und verfügt über die Attacken Panzerschutz, Eisenabwehr, Turbodreher und Eisenschweif. Außerdem kann es durch robuste Physis-Attacken wie Tackle und Schädelwumme ordentlich Schaden machen. Und seine Fähigkeit ist Sturzbach und die versteckte Fähigkeit ist Regengenuss, das bei Regen ein 1/16 der Maximal-KP regeneriert. Durch seinen Typ Wasser ist es stark gegen Feuer, Eis und Stahl, jedoch auch schwach gegen Pflanze und Elektro. Die restlichen 12 Typen machen normalen Schaden, also mal 1. Das war's dann mit den Infos zu Shigi. Demnächst folgt dann die Entwicklung Shilock und danach die Endentwicklung Turtok.